hast die Startnummer 17 jetzt hier vorgelassen. Jawohl, ein Peugeot 504 Cabrio, Baujahr 1978 mit schon 106 PS. Das war bei 2 Liter schon echt viel. Um diese Zeit, Josef Sundmann und Christiane Sundmann sitzen hier in diesem Fahrzeug. Und natürlich dem italienischen Designer Sergio Pinafiera entworfen. Der hat auch sehr viele Cabrios natürlich nachher entwickelt. Leider gibt es das nicht mehr. Das ist sehr schade. Aber dieses Fahrzeug hier aus dem Werk in Turin steht einfach unfassbar gut da. Der Rost hat vieles, vieles dahin gerafft. Naja, wie das bei den Franzosen und Italienern halt so war. Ne? Also da muss viel gewidert werden und dieses Fahrzeug braucht auch sehr viel Liebe. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe auch, dass ihr ganz viel Spaß hattet heute und dass wir euch im nächsten Jahr wiedersehen. Vielen Dank. So, auch ein tolles Fahrzeug. Startnummer 1, Jaguar S-Type mit unglaublichen 3,4 Litern aus dem Baujahr 1966 mit unglaublichen 213 PS. Das war schon eine Ansage. Das Fahrzeug hat natürlich auch Gewicht. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Aber das war schon damals eine unfassbare Leistung. Andreas Gond und Detlef Zimmer sitzen hier mit Ralf Schäper in diesem tollen Gefährt. Und die Farbausgebung, ja, dieses klassische Blau, das steht dem Fahrzeug einfach unfassbar gut. Viele stehen auch in Silber, aber ich finde, im Blau sieht er einfach unfassbar toll aus. Jaguar ist einfach eine Baureihe der oberen Mittelklasse, das sollte man doch mal gar nicht glauben. Ne? Heute würde man sagen Luxusklasse. Die vom Hersteller Jaguar erstmals 1963 auf der London Motor Show vorgestellt worden ist. Der S-Type war konzipiert worden, um die Lücke zwischen dem erfolgreichen Mark 3 und dem großen Mark X zu schließen. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß, auch wenn das Lenkrad auf der falschen Seite ist. Das ist natürlich auch ein bisschen beim Überholen so tricky. Ne? Sonderaufgaben und so konntet ihr auch alle super erledigen. Hattet ihr kein Handicap? Das ist doch gelogen. Schönes Ding. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön. Tschüss. So, mit der Startnummer 37, Mercedes-Benz 220 SB, Baujahr 1964. 110 PS mit 2190 Kubikzentimetern. Tolle Flossen hinten dran, schönes Auto in einem Mausgrau. Die Farbe ist übrigens heute auch wieder total in, meine Damen und Herren. Also das ist wirklich eine Farbgebung, die wieder total im Kommen ist. Man sieht das bei ganz vielen Fahrzeugen aus Bayern. Da wird die Farbe unfassbar oft verkauft jetzt. Thomas Wiegemann und Christel Wiegemann sitzen hier im Fahrzeug. Der Hund hat leider keinen Namen. Wie heißt der Hund? Elke heißt der Hund. Ich finde, der ist ja auch namens... Also man hätte ihn namenswert erwähnen können, ne? Elke! Hallo! Mäuschen! Oh, schön. Ja, Elke geht's gut. Ne? Also schlechteren Sitz kann man ja nicht haben. Ne? Unfassbar. Das war nur ein Witz. Der wird schon so einer Staatskarosse durch die Gegend gefahren. Ja, normalerweise müsst ihr noch so ein Krönchen aufhaben, Elke. Toll. Also Heckflossenserie, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ja, unter Liebhaber auch große Heckflosse genannt. In Abgrenzung zur Baureihe W110. Der kleinen Heckflosse löste die großen Pontonmodelle der Baureihe W180 im Jahr 1959 ab und lieferte die technischen Basis für den Mercedes-Modelle bis Ende der 1960er Jahre. Typisch war natürlich die sogenannte Einheitskarosserie, aber kann ich eigentlich nicht mitteilen, weil ich finde, so eine Karosserie sieht immer noch total edel aus. Ich weiß gar nicht, was sie da in Einheitskarosserie meinen. Tolles Auto, schön mit dem Schiebe nach oben, steht toll da. Ich hoffe, ihr hattet auch tollen Spaß heute und habt viel mitgemacht und kommt nächstes Jahr wieder. Ja, ist versprochen. Super, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. So, kommen wir zu dem nächsten Gefährt. Ein Morgan 4/4 aus dem Baujahr 1937. Da war noch nichts mit Servolenkung. Man sieht es an den Armen des Fahrers. Jawohl. Friedel Sonderland und Roswitha Domrös sitzen in diesem Fahrzeug. Ich finde, die sind auch super gekleidet zu diesem Fahrzeug, oder? Sind die super gekleidet zu diesem Fahrzeug, meine Damen und Herren? Ja, finde ich auch. Also, haben sich den Ganzen noch ein bisschen angepasst. Also, einer der ersten Morgen mit 4 Rädern, vormals nur 3.
Der besitzt Originalzustand, Motor, Conventi, Climax, Neuaufbau aus Eschenholz in Handarbeit, meine Damen und Herren. Da wird viel dran gewidert worden sein. Ältester in Deutschland existierender Morgen, meine Damen und Herren. Kann man nochmal applaudieren. Ja, auf Holzchassis-Basis aufgebaut. Erstbesitz Sohn des Premierminister Churchill. Also hat auch noch eine richtige Historie, dieses Fahrzeug. Wird noch heute gebaut. Firma im Privatbesitz. Lieferzeit für ein Neufahrzeug 4 Jahre. Ich würde sagen, das ist ja schon ungefähr das, was man heute überhaupt für ein Fahrzeug braucht. Wenn man jetzt keine Sonderausstattung braucht, dann wartet man heute 4 Jahre. Aber auf dieses Fahrzeug ist natürlich auch viel Handarbeit drin. Also unfassbar schön. Tolle Farbgebung, wie ich finde. Mal was anderes als immer diese schwarzen und silbernen Gefährte, die man so sieht. Ja, Churchill, ne? Also, auch richtige Historie, mein lieber Scholli. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seht uns auch nächstes Jahr wieder. Schön. Mit der Startnummer 18 darf ich nun begrüßen. Ein 1965er Ford Mustang Replika. Mustang Sally, sage ich nur. Ralf Bussmann, Franziska Bussmann sitzen hier drin, aber das kann nicht ganz der Franka. Entschuldigung, Franka. Ich Franziska, Franka. Tolles Gefährt, gefällt mir sehr gut. Ich würde ja gerne auch so eine Sally besitzen, aber da reicht mein Budget leider nicht für aus. Ich komme mal eben ganz kurz runter. Ich frag jetzt mal den Ralf. Vielleicht kann der Ralf mir ja mal ein paar Tipps geben, wie man so ein Auto kommt. Hallo Ralf. Sag mal. Steht aber hier drauf. Das ist keine Replika, ne? Ja, aber guck mal, was hier oben drüber steht für mich. Das ist, meine Damen und Herren, liebe Jurymitglieder, es wurde mir fälschlicherweise hier ein ganz, also es ist keine Replika, ja, meine Damen und Herren, das möchte ich aber dazu sagen. Also, ihr könnt dann nochmal eure Kreuze nochmal woanders machen. Gut, dass ich mal zu dir gekommen bin, Ralf. Shelby BT 315. Aha. Siehst du, wenn man es wirklich aufgeschrieben hätte, hätte ich das gewusst. Ja, Shelby. Den hätte man am Heck auch erkannt, ne? Wie kommt man dann an so ein Fahrzeug? Der ist mal von 2 Jahren gekauft, der zu 99% des Originals herstellen wollte. Und dann, weil ich in Amerika auch gelebt habe und Wohnsitzung habe, habe ich das Auto mit nach hier gebracht. Aber wohnt es nicht mehr da, also keine von. Entwickelt werde ich nicht lange hier bleiben. Okay, also geht's wieder zurück nach Abiland. In jedem Fall. Ich bin die Rentner. Aber dann schaffst du halt ja nächstes Jahr mal dabei zu sein. Nächstes Jahr noch, da kommen wir mit einer Cobra, weil ich mehrere von diesen Dingern habe. Okay, mein Nein seid ihr gewiss, mein Lieber. Also schaut, wer hat noch ein paar davon? Hat noch eine Cobra? Ne? Ich meine, wer hat da nicht so eine Cobra in der Garage stehen, oder? Ja, was soll's? Vielen Dank, mein lieber Ralf, für diese Infos. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und so sehen wir euch hoffentlich nächstes Jahr mit der Cobra wieder. Würde mich sehr freuen, bevor du wieder ins Abiland zurückreist. So,